Herren, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Beste Stimmung hier im Studio in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Schönen guten Abend. Vielen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Es war ein, sagen wir mal, ein spannendes Fußballspiel. Ja, freue mich, dass Sie alle da sind. Von Karl Lagerfeld stammt der schöne Satz: Menschen, die Jogginghosen tragen, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sie sagte bei uns den Satz, für den wir ihr heute noch dankbar sind. Sie sagte nämlich: Männer in Jogginghosen finde ich sexy. Sie, das ist die Frau, die gleich aus mehreren Gründen ein wirkliches Muss für die heutige Sendung war. Erstens ist sie gebürtige Polin. Zweitens ist der Bochumer Fußballheld Peter Peschel der Vater ihrer wunderbaren Kinder. Und drittens hat sie einfach Ahnung von Sport, weil sie die bis heute erfolgreichste Sportgymnastin Deutschlands ist. Herzlich willkommen, Magdalena Pszczeska. Freue mich sehr. Ja, und weil wir gerade... Weil wir gerade über Bochum sprechen, nicht weit davon ist Duisburg. Und es ist tatsächlich eine ganz besondere Ehre, dass er heute bei uns ist. Er ist der Mann, der die deutsche Mannschaft bei der EM 1980 in Italien als Kapitän zum Titel geführt hat. Als Kapitän brauchst du Charakter, hat er mal gesagt. Und genau das sagen die, die ihn besser kennen. Charakter nämlich, das hat der wie wenig andere. Obwohl es immer wieder lukrative Angebote gab, blieb er dem MSV Duisburg treu. Heute dagegen hat er mal gesagt: Heute nagelst du am besten einen Hunderter an die Latte und dann treffen die alle. Wenn nicht, fliegt der Ball in die Wolken. Herzlich willkommen, Bernhard Dietz. Freue mich sehr. Hunderter an die Latte. Ja, dass das mit dem Huni an der Latte nicht unbedingt die ganze Wahrheit sein muss, das zeigt er. Er ist Fußballprofi, einer der besten und aktuell in Diensten von Dortmund. Gleichzeitig aber einer, der immer bereit war, auch über den Tellerrand zu schauen. Das hat viel mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Er und seine Familie kamen nämlich als Kriegsflüchtlinge aus Bosnien und wurden von einer alten Dame im Schwarzwald, so hat er das hier mal erzählt, sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und jetzt gibt er ein bisschen was davon zurück, und zwar auf eine sehr berührende Art und Weise. Herzlich willkommen, Nevin Subotic. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, und wenn wir... Und wo wir gerade über die EM reden, er hat erfahren müssen, dass ein Fußballspiel unter den Augen einer ganzen Nation weit mehr ist als einfach nur ein Fußballspiel. Die sogenannte Stinkefinger-Affäre von 1994 wäre heute vermutlich gar keine mehr. Ihn hat sie definitiv den Europameistertitel 2 Jahre später gekostet. Er hat dazu hier in der Sendung mal einen sehr schönen Satz gesagt: Ich habe ein großes Problem, ich bin leider immer zu ehrlich. Ottmar Hitzfeld wiederum hat über ihn gesagt, das war einer der besten Fußballer der Welt. Herzlich willkommen, Stefan Effenberg. Freue mich sehr. Ja, und noch einer. Und noch einer bei uns, der sich den Dingen immer sehr unkonventionell genähert hat, muss man sagen. Und wenn ihm seine Gegner vorwarfen, er könne überhaupt nicht beurteilen, wie sich ein Sportler fühle, dann konterte er mit dem souveränen Satz: Man muss ja auch kein Rindvieh sein, um ein Steak zu beurteilen. Und spätestens seit einer Kollision mit Rudi Völler, bei der er vollkommen grundlos in den Verdacht geriet, mit Weißbier gegen eine drohende Austrocknung anzukämpfen, ist er Kult. Und heute unser Gast. Herzlich willkommen, Waldemar Hartmann. Also, schön, dass ihr da seid. Und gleich zu Beginn, lasst uns rein, gibt viel zu besprechen heute. Es gibt wirklich viel zu besprechen, obwohl es ein 0:0 war, war es ein spannendes Spiel in jedem Fall, aber irgendwie ist nicht viel passiert. Was war das Problem heute gegen Polen, Waldemar? Ja, das ist schnell gesagt, die Tore haben gefehlt. Ja.
Es gibt auch, sagen Fußballexperten, es gibt auch 0-0-Spiele, die höchst interessant sind aus dem taktischen Gesichtskreis heraus. Aber wenn keine Tore fallen, dann ist es halt für die Zuschauer nichts. Und wir haben das ja gemeinsam angeschaut. Natürlich gab es ein paar Torszenen, leider 2:2 bei Polen. 2:2 bei den anderen, ja. Ja, wir hatten fast keine. Und das war auch kein taktisches Geplänkel. Wir werden ja drüber reden. Ich denke, der deutschen Mannschaft fehlt einfach der Zug nach vorne. Das hat ja auch Stani erklärt an dieser wunderbaren Wand. Mhm. Und die Experten, die sagen, der letzte Pass war es nicht. Und im letzten Drittel waren wir einfach nicht überzeugend mit dem letzten Willen unterwegs. Und dann machst du halt keine Kiste. So ist das. Richtige Analyse, Stefan, und enttäuschend, was wir da heute gesehen haben? Oder etwas, wo man sagen muss, na, da können wir drauf aufbauen? Na, enttäuschend würde ich nicht sagen. Ich meine, die Polen, das wissen wir alle, sind in der Offensive Weltklasse. Und das musst du ja auch erstmal im Griff haben. Na, also von daher war die erste Halbzeit, sage ich mal, schon taktisch geprägt. Im zweiten ging das Visier ein bisschen runter. Da kamen auch die Möglichkeiten, vor allen Dingen für die Polen. Also da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht 1-0 zurückliegen. Und am Strich, denke ich mal, Jogi Löw hat es ja auch gesagt, leistungsgerecht 0-0. Damit können wir leben, aber wir müssen uns natürlich steigern. Klar. So, Magdalena, für dich eigentlich ein perfektes Ergebnis, ne? Oder? Insofern, als du ja beide Staatsbürgerschaften besitzt, ne? Die polnische und die deutsche? Nein, oder nur die deutsche. Nur die deutsche. Aber ja. Also für wen fieberst du dann an so einem Abend? Ja, ich muss sagen, ich habe das letzte Mal, als ich hier war, habe ich gesagt, dass die Deutschen Weltmeister werden. Da hat mich die Expertenrunde, wir waren, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Leute, die keine Ahnung haben, Waldemar Hartmann war es nicht. Lauter Männer und ich, ja. Und ich habe gesagt, wir werden Weltmeister, haben mich alle ausgelacht in dieser Runde. Und das war im Mai, ne? Und heute sage ich ja, Deutschland wird Europameister. Aber... natürlich heute gewonnen hätte, dann wären die sicher weiter. Deutschland kommt sowieso weiter. Davon gehen wir aus. Hummels, der heute gespielt hat, hatte ein paar tolle Szenen, fand ich. Also in der Abwehr sind wir stark. Wo lag das Problem? Ausschließlich vorne oder was ist es? Fehlt da noch so dieser Mannschaftsgeist, für den die Deutschen ja sonst immer so berühmt sind? Ich glaube, Mannschaftsgeist kann man nicht an einem Spiel fixieren. Ich glaube, insgesamt war das ein sehr... risikoarmes Spiel, also man ist zwar nach vorne gegangen, aber nicht mit vollem Tempo. Man ist nicht hinter die polnische Abwehr gekommen, was ja dann wahrscheinlich auch das Ziel war, wenn man mit einem Götze und auch Müller spielt und nicht mit einem Gomez anfängt. Und das ist irgendwie nicht gelungen. Irgendwie war es sehr, sehr langsam. Die Polen haben das gut verteidigt, sind hinter den Ball gekommen und ab dann war es auch immer dieses Hin- und Herspiel im letzten Drittel, aber wirklich ohne diese Gefahr. Also sie haben sich dann auch ein bisschen einschläfern lassen. Die Polen haben das gut gemacht. In der Defensive haben es auch dementsprechend dann schwer gemacht für die Deutschen. Und die haben es dann einfach auch mit sich spielen lassen. Wir gehen da gleich mal rein. Irgendwie nachher auch Jerome Boateng hat ein sehr denkwürdiges Statement heute Abend abgesetzt. Darüber wird definitiv noch zu reden sein. Vorher würde ich gerne Bernhard Dietz fragen, der in der Defensive eine Legende ist und sonst sowieso. Zufrieden mit dem, was die da hinten heute abgeliefert haben? Ja, nicht ganz. Weil es sind ja zwei ganz scharfe Dinger, die geworden sind. Der Kopfball, also wo der Boateng nicht rankommt und er ihn nicht richtig trifft und dann einmal wieder... Die Chance von Milik, meinen Sie? Milik, genau. Ja. Und dann einmal die Chance, wo an Elfmeterpunkt er sein eigenes Bein trifft, aber nicht den Ball. Das waren schon zwei Riesendinger. Aber sonst muss ich sagen, das sind eben die beiden besten Mannschaften, die sich da weiterentwickeln. Das ist von vornherein. Man kennt sich auch aus der Bundesliga, hat einige Spieler dabei. Das läuft schon. Und was mich eigentlich nur ein bisschen irritiert hat, wenn wir Nelson Gomez einwechseln, da muss ich auch sehen, dass ich über Flanken spiele, dass ich den auf den Kopf spiele. Und das haben wir gar nicht getan, seit er im Spiel war. Guck mal, da sitzen 300 Experten, die jetzt alle genickt haben. Ich habe es genau gesehen. Wirklich alle. So. Das ist für mich, Herr Dietz, ein erster sachdienlicher Hinweis, dass Sie wirklich Ahnung von Fußball haben. Wir schauen mal ganz kurz rein in die Höhepunkte dieses Spiels. Bitte schön. Zum Waldemar. Wo haben wir mehr Probleme? Vorne, hinten, Mittelfeld, wo hakt es da noch? Also die ganze Woche haben wir ja diskutiert, spielt Hummels für Mustafi, weil Mustafi ja wirklich ganz gut gespielt hat, hat ein Tor gemacht. Normalerweise wechselt ja auch Jogi Löw nach einem siegreichen Spiel die Mannschaft nicht. Nach dem alten Motto, never change a finished team. Und wir diskutieren über Mustafi Hummels.
und diskutieren aber nicht über den Sturm. Wir diskutieren nicht über die Leistung von Mario Götze. Das müssen wir jetzt spätestens seit heute tun, weil er wieder ohne Selbstvertrauen da ziemlich verloren da vorne rumsteht meistens. Er versucht ja was, aber es klappt halt nichts so. Er ist nicht eingebunden, so einfach ist das. Und wenn ich Gomez schon nominiere, der ja lange Pause machen musste in der Nationalmannschaft, mit dem Grund, weil er Torschützenkönig in der türkischen Super League geworden ist, und ich merke, es geht nichts, es läuft nichts zusammen, dann muss ich ihn auch früher bringen. Und dann muss ich, wie Enas ja richtig sagt, dann muss ich ihn auch bedienen. Und das ist dann meistens vielleicht auch mal die Brechstange. Unser Problem ist allerdings, dass wir außen da zwei haben, die mit Flanken Probleme haben. Nämlich? Bene Höwedes und Jonas Hector. Jonas Hector noch viel mehr. Aber Bene Höwedes ist halt nicht der Flankengott. Also da ist für mich die Krux, hinten stehen wir einigermaßen, nee, ganz gut, meine ich, ganz ordentlich. Ja, obwohl, Wally, die Szene mit Lewandowski, ne, wer freigespielt wird im Strafraum, ich sage normalerweise als Stürmer, Stefan, wahrscheinlich nimmst du den direkt. Da hat er die Chance, aber er legt sich einmal vor. Und damit gibt er den Abwehrspieler die Chance, den Ball noch mal abzufangen. Die Boateng-Szene jetzt. Genau. Also, ja. Ne, er kriegt den Ball in den Lauf gespielt, beim Lauf dreht sich um, nimmt das ihn direkt, glaube ich, steht es 1-0. Aber er nimmt ihn noch einmal mit. Was heißt das für Sie übersetzt? Das heißt, dass der Abwehrspieler die Chance hat jetzt, weil er ihn einmal mitnehmen noch, die 3-4 Schritte, hat der Abwehrspieler die Chance. Nee, ist schon klar, aber was heißt das für Sie, dass Lewandowski den nicht direkt versucht, dass er auch verunsichert ist? Ja, oder? Glaube ich nicht, aber vielleicht wollte er ihn noch mal Fuß legen, noch mal besser legen, aber besser ging es eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, ich glaube, er war sich ein Stück weit zu sicher. Aber Boateng ist natürlich unglaublich schnell auf den ersten Metern und blockt natürlich dann. Ich habe heute zurückzukommen. Mario Götze. Natürlich ist er nicht im Rhythmus drin. Ja, er hat bei Bayern München wenig gespielt, wenn überhaupt, wochenlang nicht. Und dann musst du natürlich erstmal den Rhythmus finden. Bei einer EM den Rhythmus zu finden, ist natürlich brutal schwierig. Aber wir können es nicht nur am Mario aber Götze Aber was heißt das dann für jemanden wie den Bundestrainer jetzt? Soll er ihn erst gar nicht bringen? Wenn er ihn stellt, schon im ersten Spiel, dann bin ich schon der Meinung, ihm auch weiterhin das Vertrauen zu geben. Vielleicht im letzten Spiel gegen Nordirland wird er vielleicht etwas anderes versuchen, im Hinblick dann auf die K.O.-Spiele. Aber dann sagt man, ja, dann kann man den Mario Gomez reintun. Aber dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Polen, die Abwehrspieler, auch sehr stark in der Luft sind. Also das ist ja nicht einfach damit gesagt, ja, wir müssen dann die Bälle von außen bringen. Ja, das, da gibt es auch noch Verteidiger, die das verteidigen. Und das haben sie heute richtig gut gemacht, die Polen, muss ich sagen. Ja. Das sind ja viele Dinge, die dann wichtig sind. Okay. Natürlich ist das Spiel im letzten Drittel... Der Özil muss ihn natürlich auch mehr ins Spiel bringen. Dafür ist er da. Ne? Ja, aber manchmal hat man auch so Tage, wo es halt zäh ist. Das war es heute. Und das war ein hartes Stück Arbeit für die Deutschen. Und dann muss man auch mal akzeptieren, man hat 0-0 gespielt. Und dann kann man da auch mal mit zufrieden sein, dass sie besser spielen müssen. Ja. Darüber brauchen wir nicht reden. Ja. Leben, würdest du dem so zustimmen? Und die Frage auch an dich. Jogi Löw, was macht er in einer solchen Situation? Da hast du so ein Riesentalent wie Mario Götze, der es verunsichert ist, aus diversen Gründen alles auch vielfach besprochen. Was machst du mit dem, der Meriten hat für diesen deutschen Fußball, den ich auch als sehr unbedarfter Fußballfan einfach auch gerne sehen will, weil ich weiß, der hat dieses Land zum Weltmeister gemacht am Ende. Ja? Also den will man ja sehen. Bringt er den nicht? Nimmst du den mit, nimmst du ihn nicht mit? Ich glaube, mitnehmen ist wichtig. Er hat sich das auch, glaube ich, vor allem mit seinem Siegestor zur WM dann auch verdient und auch mit der Arbeit, die er investiert, Tag für Tag bei Bayern München, auch wenn er dann da nicht unbedingt die Chance bekommt. Mhm. Aber er ist ein enorm wichtiger Spieler und ich glaube, es ist jetzt auch nicht richtig, so das Unentschieden an ihm festzumachen, denn es war ja insgesamt keine großartige Leistung von der Offensivabteilung der deutschen Nationalmannschaft. Es war ja nicht so, als hätten ihn alle Leute bedient, er den Ball nicht gehalten, sondern insgesamt lief das einfach nicht. Das sind wie Räder, die versuchen zu drehen, aber nirgendwo greift das wirklich. Da gab es durch Zufall mal eine Chance für ihn, einmal für Bene Höwedes. Und ich glaube, das war es dann auch. Also keine hundertprozentige, hochkarätige, aber auch eher durch den Zufall als so richtig rausgespielt und dass die Chance auf einen gewartet hat. Und die Polen, vielleicht schauen wir einfach noch mal ganz kurz rein. Die Polen, wir haben das noch mal kurz zusammengeschnitten, zusammengefasst. Die Polen hatten wirklich ein paar astreine Chancen. Wir können eigentlich von Glück reden. Magdalena, kennst du? Du hast da den polnischen Überblick. Den polnischen Überblick hast du eher, Magdalena. Kennst du Herrn Milik?
Nein. Nein. Persönlich nicht. Ich habe auch wirklich, also zu polnischem Fußball habe ich überhaupt, ich habe mir jetzt ein paar Pressekonferenzen angeschaut von Lewandowski, wo er behauptet, ja, er hat die beste Mannschaft, die er jemals hatte, um sich herum im Moment und dass sie überhaupt keine Angst haben vor dieser Europameisterschaft. Sie gehen einfach ran. Man erwartet in Polen auch nicht wirklich was von der Mannschaft. Mhm. Die gehen einfach ohne Angst an das Turnier ran und das ist vielleicht ein Vorteil auch. Ich meine, die Polen sind eher auf Pressekonferenzen, spielen die sehr entspannt auf. Ne? Podolski ja auch, wie wir gerade dieser Tage noch mal gehört haben. Ne? Also Pressekonferenzen ist eine Stärke dieses polnischen Teams. Ne? Man sagt. So, wir haben gerade schon Herr Dietz, Stefan Effenberg, oder ich glaube, du warst es, sagte, da sind richtige Kaventsmänner heute in der Abwehr. Ist das anders als zu Ihren Zeiten? Also jetzt auch mit Blick auf einen Mario Götze, der natürlich körperlich, der ist einfach kleiner, der hat dem nicht so viel entgegenzusetzen. Ja, erstmal jetzt über Mario Götze. Wir spielen natürlich jetzt gegen Nordirland. Da hängen auch noch so Klötze hinten drin. Und die sind ja unglaublich kopfverstärken. Ne? Die neue Fußball-Großmacht Nordirland, ja, ja. Die Ukraine mit 2-0 sehr klar abgefertigt hat. Super gespielt haben. Und das sind ja alles richtige Burschen, die da hinlangen. Ne? Ja. Herr Klopp, zu meiner Zeit, glaube ich, da haben wir noch nicht so viel Hefe gekriegt. Da sind die Spieler noch nicht so gewachsen wie heute. Das sind alles Kerle. Und da waren natürlich auch schon ein paar Brecher mit dabei. Ne? Ja. Aber das haben wir schon in den Griff gekriegt. Ja. Das geht schon. Neven, wir haben heute einen kurzen O-Ton gehört von Jerome Boateng, direkt nach dem Spiel. Und bevor wir gleich drüber reden, hören wir noch mal kurz, was er gesagt hat, vor allen Dingen die Art und Weise, wie er es ausgedrückt hat. Also was wir bisher hier gesagt haben, war dagegen Kindergeburtstag. Ne? Der spricht genau das an. Ja. Wir waren immer noch ein bisschen mit Schaum gebremst. Wir standen ja auch nicht auf dem Platz. Ja, ja, ne? Was Jerome sagt, würde wahrscheinlich, möglicherweise, Stefan, wie ist das, wenn das sich in der Mannschaft rumspricht, wird er da morgen beim Frühstück ein paar Blicke kriegen? Dann hat er doch keine Nachbarn mehr. Dann. Ja, aber nur, weil er das sagt. Das war schon sehr offen, sehr kritisch, logischerweise. Aber ich meine, Boateng ist ja nun mal ein Führungsspieler. Er möchte das ja auch sein. Und dann kann man das auch von ihm erwarten, nach dem Spiel da klare Worte zu äußern. Aber Jerome Boateng, das ist doch so ein feiler Kerl, so ein ruhiger Mensch auch. Das ist einer, der selten so... Und wenn der dann so deutlich wird, was heißt das dann? Für die Mannschaft jetzt auch. Ja, was heißt das, dass die deutsche Mannschaft aufwachen muss? Ja, aber ich meine, das ist ein, ich habe mich gefragt, ob, deswegen vorhin die Frage auch nach dem Mannschaftsgeist, ob da tatsächlich irgendetwas ist, von dem wir nichts wissen. Eine Unruhe in dieser Mannschaft. Der war heute mehrfach irgendwie sehr auf Zinne. Das konnte man auch sehen. Da gab's Bilder, die kennt man so von Jerome Boateng nicht. Vielleicht hat sie die ersten Bewerbungen der Nachbarn angeschaut. Nein, aber im Ernst jetzt. Also, ich glaube, das ist ja ein ganz ruhiger Vertreter. Ne? Ja, ich glaube, auch innerhalb der Mannschaft hat er auch nicht nur in diesem Spiel, sondern in den letzten Spielen, es war auch überhaupt in der letzten Zeit, auch so viel Leistung gebracht, dass er auch das ganz klar sagen kann, ohne dass das einer von ihnen übel nimmt. Ja. Alle wollen gewinnen, auch Interviews direkt nach dem Spiel mit einem 200er-Puls, wo man nicht wirklich so das Spiel noch mal reflektieren konnte. Aber hat das ja schon, finde ich, ne? Ja, schon, aber dass man vielleicht nicht so die perfekte Wortwahl findet, damit alle irgendwie konform sind, ist voll okay. Also das hatten wir auch beim BVB, dann sagt einer mal haut drauf, das nimmt gar keiner übel. Aber Neven, ich finde es ja geil, dass er sowas raushaut. Ich finde es auch gut, ja. Weil die anderen Interviews, wir haben offensiv nicht gut genug gegen den Ball gearbeitet und wir haben unsere Leistung nicht abrufen können, die kannst du in die Tonne kloppen. Ne? Das ist es. Ja, wobei, ganz ehrlich, ne? Ich meine, dass diese Interviews alle so sind, wie sie sind, daran haben wir eine ganz gehörige Portion Anteil, weil wir sind natürlich diejenigen, die dann im Zweifel stundenlang, tagelang und wochenlang genau über so einen Satz dann wieder reden und diskutieren, auch heute, aber es macht Spaß. Hast du, Neven, schon mal das so gemacht, also die Offensive auf die Art und Weise kritisiert, wenn man selber ja gar nicht Teil der Offensive ist, sondern der Defensive? Bestimmt, genauso wie wenn wir mal 4 Kisten bekommen, aber dann können die meckern. Öffentlich meine ich jetzt.
Bestimmt. Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht so meine ganzen O-Töne irgendwie aufgeschrieben, aber 100%, weil ich glaube, ja, in einer Mannschaft gehört es auch, ja, dazu, dass man sich das sagen kann, was man voneinander denkt. Wenn es vorne Dreck war, was, ja, vorne Dreck, wenn es hinten Dreck war, was hinten Dreck. Aber generell gilt ja auch immer so die Mannschaftsleistung. Ne? Das wurde ja auch immer bei uns zu den goldenen Zeiten, aber auch zu den Dreckszeiten vor, ja, über einem Jahr dann hervorgehoben. Wenn wir schlecht spielen, ist es dann auch die komplette Mannschaft. Also vor allem dann halt die 8 Spieler mit den Außenverteidiger, die dann halt die Offensivarbeit machen. Oder auch die anderen, wenn es halt die Defensivarbeit ist. Und ich glaube, das gehört zu einer guten Mannschaft dazu, dass man sowas auch mal äußern, ja, kann. Ich habe es da vorhin zitiert, Stefan. Du hast mal gesagt, mein Problem war oft, ich war leider immer viel zu ehrlich. Jerome Boateng war da jetzt auch sehr ehrlich. Ne? Wie kommt denn sowas innerhalb der Mannschaft an? Ja, das wird sich ja jetzt zeigen in den nächsten Tagen. Wenn es aber da als Mann mit Erfahrung, was, ja, denkst aber wenn du? Es da jetzt keine Reaktion gibt von den Mitspielern, wovon ich ausgehe, dann heißt es ja für mich, dass das Team funktioniert. Mhm. Und ich glaube, Neven hat was ganz Gutes gesagt, direkt nach dem Spiel vor die Kamera zu treten. Ja, man ist ja selber unzufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis und so weiter. Ja. Hat er jetzt mal was angesprochen, aber ich bin jetzt kein Typ, Der jetzt draufhaut auf das, was er gesagt hat. Ich erwarte das auch von ihm, weil er ist ein Führungsspieler und er hat das Recht und er muss es auch so klar und deutlich ansprechen. Zu Stefan muss ich da was sagen. Ich habe mal Mehmet Scholl gefragt, wer waren denn die besten Fußballer, mit denen du zusammengespielt hast? Und dann hat er gesagt, auf der Wiese mit Abstand Lothar Matthäus als Fußballer, aber für die Mannschaft war Effe der Wichtigste. Und hat eine Begründungsgeschichte geliefert, sagt er, weißt du, da spielst du im Bernabeu-Stadion und Effe haut in der 3. Minute Roberto Carlos über die Werbebande und 80.000 drehen durch und Effe stellt sich so hin. Und dann sagt Mehmet, dann denkst du dir, oh, vielleicht reißen wir hier doch was. Ja, ja, ja. Der Leitwolf, ja? Die Idee des Leitwolfs, ja? Also nimmt man sich das vor, A, Roberto Carlos wegzuhauen und B, sich dann so hinzustellen? Oder ist das einfach... Ja, so hinzustellen. Also wenn du in so eine Situation reinkommst, also in den Zweikampf, dann kann man schon mal ein Zeichen setzen. Das haben sie früher zur Genüge getan. Und das tun sie heute auch noch. Und zwar mit Ansage. Ja, aber solange der Ball dabei ist, ist es immer... Ja, ja. In der Nähe, sagen wir mal. Herr Dietz. Herr Dietz, wie war das denn zu Ihrer, ja, Zeit? Da hat Stefan eigentlich recht, man hat ja auch mit so Typen zu tun. Und es gibt auch welche, die reizen dich ja auch dabei. Ne? Und dann sagst du, nächstes Mal bist du dabei. Ne? Nächstes Mal bist du ja, dabei. Bist dabei. Beim, ja, Flug über die Werbebande, meinst du? Ja. Ja, und das war auch mit Ansage. Ich weiß, ja, bei Eintracht Frankfurt, wenn jemand Grabowski was Böses getan hat, dann hat Hölzenbein gerufen zu Werner Lorand, Werner, der Sechser. Und der war, ja, dann dran. Ja, wir haben bei uns in Duisburg damals mit Detlef Pirsig, da haben wir noch mit Leber und Vorstopper gespielt. Und wir spielten dann bei Bayern München in Duisburg, hatten die keine Chance gehabt. Ne? Die ganzen 10 Jahre, wo ich da gespielt habe, haben wir immer gewonnen. Und dann der Gerd Müller damals auch und Detlef Pirsig, das war auch einer, der Teufel im Engelsgesicht, der konnte keinem was zu leid tun. Und so 4 Tage vor dem Spiel kriegt er einen Brief, Bayern München, Wimpel, von Gerd Müller, lieber Detlef, wir sind als Berufskollegen und. Hat ihn ermahnt, ein bisschen fairer zu spielen. Also wenn er kam, das war schon, hat schon seinen Namen weggehabt. Ne? Das heißt, Sie, haben Sie viele gelbe Karten eigentlich kassiert? Ich habe es auch in der Presse erfahren, glaube ich, in meiner 12-jährigen Geschichte. Bei 495 Spielen, glaube ich, 7 Stück. Das heißt, Sie haben es nicht vom Schiedsrichter erfahren, sondern aus der Presse, ja, wenn Sie die gelbe Karte haben? 7 gelbe Karten, glaube ich, bei 495 Spielen. Ja. Das ist wenig. Ja. Bist du nicht, ja, der Spieler mit den, ja, ja, meisten? Das war klar. Also, ich muss sagen, ich habe gesagt, Schiedsrichter, tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ne? Und, aber das schon, 7, ne? Stück nur bei fast 500. Ja, so, ja, waren aber auch noch andere Schiedsrichter da. Ja. Ja, da noch reden. Ja, stimmt, mit, ja, dem, ja, konntest du reden. Also, der ist letztes Jahr verstorben, Ahlenfelder, von allen geliebt, oder Ali. Da kenne ich die Geschichte, die spielt Bayern gegen Dortmund. Und Paul Breitner läuft an ihm vorbei und sagt, Schiri, du pfeifst Scheiße. Da ruft der Ali nach, Breitner, aber nicht so scheiße, wie du spielst. Und alles war okay. Ja, stimmt denn?
wie du sagst, auf der Eschweiler. Ne? Ja. Eschweiler damals, wir spielten ja teilweise Duisburg Abschiedsspiele. Wir brauchten Punkte in Köln. Und dann komme ich so im Strafraum und der gegen Dortmund, der Lothar Huber damals. Und buff. Ne? Ich hatte einer steht auf, ich kann 5 Minuten vor Schuss keine Elfmeter mehr pfeifen. Sagt er, ne? Ja, wir brauchen die Punkte. Das ging doch mal. Das ist auch ein Argument. Ja, super. Ja. 5 Minuten nur noch, das lohnt sich nicht mehr. Ich kann nicht mehr pfeifen, ja. Und das Wasser stand uns hier. Ne? Ja, herrlich. Sag mal, stimmt denn, Waldemar, die Geschichte von Jens Jeremis, der sich wirklich geärgert hat, dass er nie gegen Cristiano Ronaldo gespielt hat, weil er den gerne mal auch über diesen Charterflug über die Werbebande buchen wollte? Jerry ist ein Spezi geblieben da über die Zeit hinweg. Und es gibt schöne Geschichten von ihm, aber er hat gesagt, weißt du, Fußball hat mir so viel gegeben. Ich habe fast alles erreicht, nur im WM-Finale 2002 eben nicht Weltmeister geworden, aber Champions League. Und sagt aber eins ist mir nicht gelungen. Ich habe nie gegen Cristiano Ronaldo gespielt, sagt er, weil wenn wir gegen den gespielt hätten, hätte ich in der Kabine gesagt, Jungs, den fasst mir keiner an. Den will ich ganz alleine für mich haben. Wir erfahren interessante Dinge heute hier. Neville, läuft das bei euch heute auch so, dass man sagt... Wir haben auch vorhin darüber gesprochen. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Kameras das sind, die mittlerweile auf einem Platz gerichtet sind, ja. Auf dem Trainer, der kann ja sonst was machen. Alle bekommen sofort mit. Ja. Bei den Spielern ist es ja dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und dann noch mit einem Mikrofon. Also wir bekommen mittlerweile Gelb für Gestikulieren. Ja, richtig reintreten, dann droht auch im Nachhinein noch eine Strafe. Also für mich auch kein Problem. Ich finde es besser, umso fairer es ist. Aber es ist, glaube ich, in den Jahren jetzt deutlich fairer geworden, was dann vielleicht auch schade ist für die emotionalen Typen, die mal dazwischen hauen wollen. Weil ich liebe es auch ein bisschen zu hören, wie es mal vor 20, 30 Jahren war. Ja. Das war dann noch so Männerfußball. Ja. Mittlerweile eine Schwalbe wird applaudiert von der eigenen Mannschaft. Das heißt, du spielst ganz Frauenfußball oder was heißt das jetzt? Wir spielen Herrenfußball. Herrenfußball. Männerfußball. Den kennst du doch noch, Herbert Finken, oder? Ja. Der ist beim Einlauf. Sagt er zu seinem Gegner, der einläuft, sagt er, ich heiße Herbert Finken und du wirst gleich hinken. Aber Stefan hat noch gar nicht erzählt, wie viele gelbe Karten er gehabt hat. Und das würde mich so interessieren, einfach um einen Vergleich zu haben. Sieben zu wie viel? Was? Die Frage ist sehr gut, Magdalena. Nein, ich hatte 114, ja. Also Stefan, wie viele? Warum lachst du jetzt, Neville? Ich hatte nie im Leben so viele. Also ich weiß nicht, wie viele, aber auch viele Spiele gemacht. Ja, das glaube ich. Aber wie viele, Stefan? Ja. Ich habe es nicht ganz akustisch mitbekommen. 114. 114. Und wie viele Spiele waren das? Also in wie vielen Spielen? 114 gelbe Karten in 12 Spiele. Ja. Nein. Ja. Auch an die 400. Ja, da kannst du ja die Gesperrten musst du ja mitzählen. Okay, hast du denn. Neville, weil du gerade sagst, heute wird ja alles mit Kameras wirklich beobachtet. Ich fand auch gerade diese Diskussion um Jogi Löw, fand die so unsäglich. Und dass er sich dann, auch ein Mann, der uns zum Weltmeister gemacht hat, der sich auch noch dafür erklären muss, finde ich unsäglich. Das ist unterirdisch. Aber dieses Sprechen nur noch mit Hand vor Mund zum Beispiel. Machst du das auch? Nein, ich sehe es. Und manchmal sprechen Leute mit mir dann so und es ist dann nichts Schlimmes, aber trotzdem hat man so ein bisschen Angst. Alles kann ja auch fehlinterpretiert werden. Ja? Denke ich mal. Also, es ist ja ein Selbstschutz, logischerweise. Ja, nee, ist klar. Also in der heutigen Zeit muss es leider Gottes machen. Das heißt, auch als Trainer zum Beispiel, das überlegt man sich ganz genau, was man da auf der Bank sichtbar spricht. Ja. Ja, ich finde das schade für den Fußball. Find ich also auch. Irgendwann mal, ich glaube, mittlerweile haben wir auch Grenzen erreicht, die ein bisschen zu weit sind. Mhm. Wir auf der anderen Seite haben wir noch Potenzial woanders. Ich spreche mal ganz klar mal Schwalben an. Ja, als Fußballer, wir sind fairer geworden. Also es gibt nicht mehr diese ganz krassen Tritte, ja, wo man quasi so an der Wade einmal hinunterläuft, wie vor ein paar Jahren, was man einfach zur Begrüßung dann gemacht hat. Nicht zu Herrn Dietz gucken, der hat nur 7 gelbe Karten. Bitte, hallo. Das war quasi so die Begrüßung. Guck zu mir. Die Begrüßung. Ne? Und mittlerweile geht das nicht mehr. Gut, sicher. Viel, viel besser.
Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie viele Schwalben es damals gab. Mittlerweile haben wir, wie gesagt, 40 Kameras. Wir können sehen, was der Trainer macht. Wir achten darauf, was die Spieler auf der Bank sagen. Das ist schon viel zu viel. Lass uns lieber fokussieren auf das, was das Spiel ruiniert. Und das sind zum Teil eben diese Schwalben. Wow. Mal kurz nachfassen. Gibt es denn, Neven, gibt es Gegenspieler, von denen du weißt, da muss ich besonders vorsichtig sein, das ist so ein Schwalbenkönig, so ein Trickser? Da gibt es Spieler, da stehe ich einen Meter weit entfernt und muss schon meine Hände hochtun, weil ich weiß ganz genau, der Schiri, der pfeift das. Zum Beispiel? Zum Beispiel einige Spieler in der Bundesliga. Aber es gibt sie auch in der Bundesliga und das ist einfach sehr, sehr unschön für den Sport. Also wir sind alle Sportler, wir lieben den Sport, wir lieben die Emotionen, wir lieben diese besonderen Momente und es wird langsam ruiniert, auch dadurch, dass es dann applaudiert wird von den Fans. Also 90. Minute, 0-0, irgendjemand fällt um, weil der Wind eben gepustet hat. Die Fans jubeln das auch im Nachhinein, der Elfmeter wird reingeschossen und auf einmal ist alles in Ordnung. Und ich glaube, wir sollten nicht nur die Spieler daran beurteilen oder daran einschätzen, sondern auch tatsächlich an der sportlichen Leistung, die sie bringen. Ja. Aber ich meine, das ist ja, was sagst du? Kann das sein, dass du einen dazu zählst, den du mal nach einem Elfmeter, den er verschossen hat, richtig die Meinung gegeigt hast, noch am Punkt? U16 in Amerika, meinst du? Nee, nicht U16, Fußball-Bundesliga. Kann Bayern sein. München gegen den Borussia Dortmund. Kann sein. Also, es gibt viele. Kommt der Mann ist aus Holland? Pause. Ich bin nicht im Fußballer-Modus. Ist der Holländer? Ja. Hat er einen Namen, der ähnlich wie Seehund klingt? Also der Englisch ist ganz gut. Wir brauchen nicht einen einzigen. Ja, nein, um Gottes Willen, nein. Nicht der Einzige, ja. Er ist vielleicht nein, auch nicht der Schlimmste. Es gibt einfach diese Thematik, die im Fußball auch gelöst werden kann. Wir haben die Mittel, wir haben 40 Kameras, wie gesagt, die man auch mal hinrichten kann, um das mal ein bisschen auszubessern, um das fairer zu gestalten. Aber ich meine, das ist sehr ehrenwert, was du da sagst. Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich, gerade auch als Trainer zum Beispiel, der du auch gerade warst bei Paderborn, du weißt, worum es geht, wie viel Geld da dran hängt. Also ich sag mal, am Ende ist wurscht, wie das Tor zustande gekommen ist. Hauptsache, die Punkte stehen auf der richtigen Seite. Ja, aber Schwalben sollten auf keinen Fall das Mittel sein. Also das nicht. Mhm. Ja, weil das, und das hat er vollkommen richtig gesagt, das ruiniert den Fußball dann auch ein Stück weit. Ja? Mit Schummelei im Endeffekt zum Erfolg zu kommen, bin ich auch überhaupt kein Freund von. Mhm. Magdalena, wie habt ihr zu Hause, dein Mann Peter Peschel war ja bei Bochum immer im Einsatz. Mein Ex. Hat schon. Um das noch. Ich habe ihn als Vater deiner wunderbaren Kinder vorgestellt und daran ist nichts zurückzunehmen. Aber wie habt ihr das zu Hause besprochen? Also das Thema Schwalben oder auch gelbe Karten, hart reingehen und so weiter. Wie haben wir das besprochen? Habt ihr überhaupt über Fußball gesprochen zu Hause? Ja, über Fußball gesprochen zu Hause, ja. Allerdings glaube ich ja weniger an dem Tag, wie er von, als er von den Spielen nach Hause kam. Da wollte er nur Mitleid haben. Mitleid? Wollte ein bisschen gepflegt werden und das war dann auch alles. Männer sind so, das ist einfach. Ja. Wollen immer ein bisschen auf den Arm auch manchmal. Nein, ja. Das ist so. Männer sind halt so. Ja, wir sind ein bisschen wehleidig. Vollkommen in Ordnung. So, ich finde, also ich selber bin jetzt auch Trainerin. Ja. Ich war auch mit einer Sportgymnastin. Früher habe ich auch 8 Stunden lang am Tag trainiert. Wenn ich von einem Turnier nach Hause kam, wollte ich auch nicht unbedingt mehr über rhythmische Sportgymnastik reden. Verstehe ich, also man will auch irgendwo runterkommen und sich ein bisschen davon erholen. Also, ist man froh, dass man vielleicht andere Themen zu Hause besprechen kann. Das stimmt, aber trotzdem schwebt sozusagen die Frage im Raum, ich weiß, wie hart ihr trainiert. Ne? Deine kleine Tochter, die macht das ja auch, ne? Die ist auch rhythmische Sportgymnastin. Ja. Wie viele Stunden trainiert die? Ja, im Moment, die ist jetzt mit ihren 14 Jahren, sie turnt übrigens ab morgen auch Europameisterschaft. Super, gratuliere. Toll. Sie ist
sie jetzt also in der Junioren-Nationalmannschaft und sie trainiert jetzt in der Vorbereitungsphase, waren das 8 Stunden auch am Tag. 8 Stunden am Tag? Wenn sie zur Schule geht, sie besucht ja ganz normales Gymnasium, sind das 6 Stunden täglich circa. Ja. Also diese 1,5 Stunden, ne, die ihr so trainiert habt. Das stimmt. Also da machen wir uns warm, circa. Wir machen uns warm, circa 1,5 bis 2 Stunden mit Ballett, Krafttraining und so weiter. Durch, also die ganzen Bewegungen, die ganzen Dehnungen, die kann man ja nicht sofort machen. Da würde man sich alle Knochen und brechen und Muskeln reißen. Also 2 Stunden warm machen und dann, wir haben ja 4 Handgeräte mit jedem 4. Wenn man das sieht, ja, wie die Mädchen die Keulen, Reifen hochwerfen, 3 Rollen machen und dann wieder fangen, das sieht so leicht aus. Aber das sind Millionen von Wiederholungen. Und, Millionen Mal Millionen macht man das wirklich, Mal, ja. Damit man das wirklich auch im Schlaf dann kann. Ja, aber ich habe das ein paar Mal probiert, es hat nicht einmal funktioniert, aber ich weiß, dass du das täglich fast übst. Wir haben für eine Fernsehsendung das mal versucht, ganz schlimm. Aber das heißt, die sind da wahnsinnig fleißig, wahnsinnig diszipliniert. Eine letzte Frage noch dazu, deine Tochter, ich weiß von dir aus deine Lebensgeschichte, du hast in Polen ja angefangen damit und ich weiß, dass du immer dann, wenn du zum Training kamst, wirst du hinterher oder vorher gewogen? Oder vorher und hinterher? Das heißt, 2-mal zum Training, 4-mal auf die Waage? 4-mal auf die Waage am Tag, ja. So war das, ja? So war das früher, ja. Die mussten spindeldürr sein und jedes Gramm war 1 zu viel, ja? Jedes Gramm war 1 zu viel, ja. Warte mal, wir reden nicht über dich. Wäre meine Sportart gewesen. Ja, und immer. Also Gott sei Dank hat sich die Sportart sowieso ganz verändert. Also in den letzten 20 Jahren, das, was es früher war, ist es heute gar nicht mehr. Die Mädchen sind viel athletischer auch und sehen normal und gesund aus und müssen ganz andere Sachen zeigen, die ich früher gezeigt habe. Von daher geht es dieses ganz, ganz dürre gar nicht. Diese Wagen gibt es da gar nicht mehr, gibt's ja? Gar nicht mehr, so selten. Aber abgesehen davon hat meine Tochter Gott sei Dank auch also die Probleme nicht, die ich früher hatte. Ich bräuchte nur das Essen anschauen, schon habe ich zugenommen. Die hat eher das Gute vom Papa geerbt. Der hatte nie, der war immer sehr durchtrainiert und athletisch. Das hat sie von ihm vererbt. Und sie kann wirklich essen, was sie möchte noch. Super. Und dann drücken wir die Daumen für morgen. Ja. Morgen geht's los, ja? Morgen geht's los, super. Ja. Toll, ja. Super. Herr Dietz. Herr Dietz, war das... Jetzt mal Hand aufs Herz. War das zu Ihrer Zeit ehrlicher? Sie stehen ja so man neigt ja dazu, Dinge dann auch immer so ein bisschen zu mystifizieren und zu glorifizieren, dieser ehrliche, alte, handgemachte Fußball. Ja, der ehrlich handgemachte Fußball. Ich weiß nicht, was ihr denn meint jetzt. War das früher anders? Weil es eben so viel ging im Zweifel. Ja, wir hatten ja nicht diese Trainingsmöglichkeiten wie heute. Wir hatten einen Trainer gehabt, dann heißt es wieder, wenn er einen Daumen runter gemacht hat, dann ist er marschiert oder einen Daumen hoch. Und ich habe gesagt, unsere Jungs damals, als ich in das Duisburg kam und wir haben noch in 2. Liga gespielt, haben uns mal unterhalten. Und dann habe ich gesagt, wenn ich euch von unserem Training erzähle, dann wird es euch schon schlecht. Ne? So haben wir trainiert. Ne? Man kennt ja auch den Felix Magath noch, also da gab es bei uns auch einen Trainer. Da haben wir hier den Medizinball, den 2. Medizinball, den Ball oben drauf und dann 400 Meter. Ne? Wie dann ein paar. Und wenn du um die Ecke kamst, waren die Hände schon auf der Erde am Schleifen, dann musst du den deinen Kollegen übergeben, da rannte der los und ich stand da, war es am Blasen und plötzlich stand der da, hat der es hingegeben, musste wieder weiterlaufen. Ne? Das war schon sensationell und heute hast du diese, auch von der ärztlichen her, Wissenschaft ja, und alles, was da, das gab es früher nicht. Ne? Das war also wirklich, und auch wenn man die Stadien sieht heute, ne? Ja, früher, das war, da haben wir noch Schnee, Eis und die Bälle waren Kanonenkugeln. Ne? Heute ist das alles so schön und die Bayern haben bei uns gespielt, da wurde ein Pro-Spiel gemacht für uns, Benefizspiel. Da haben sie vorher angerufen, ne? Der Rasen musste um 2,3 mm geschnitten werden, ne? Und so. Das ist sensationell. Ne? Das früher, sie früher hatten sie wahrscheinlich auch nur einen Ball. Ja. Ja? Ja, heute, geht der eine raus und kommt der nächste geflogen. Ja, wenn der kaputt war, dann hatten die ein Problem. Ja. Ne, das ist heute so, dass halt, der Ball geht raus und der Schiedsrichter sagt, nee, der Spielball muss wieder ein Spiel. Ne? Ja, genau. Richtig. So, heute hast du die Ball Jungs, die schmeißen den Ball rein. Oder du durfst den Ball nicht zum Torwart spielen, der konnte ihn in die Hand nehmen, darf heute nicht mehr. Nee. Nee, deswegen wird es natürlich auch schneller, das Spiel. Ja, auch der Umgang mit den, oder der Umgang mit den Medien, wenn man das früher mal vergleicht, also auch zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, da stand ein Journalist einmal in der Woche beim Training und dann hat er da irgendeine Aufstellung hingeschrieben und das war's. Das ist ja heute für euch brutal auch
anstrengend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gefährlich, ja, dieser Umgang und mit diesen Social Media und so weiter und so fort. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Also ich verstehe da schon die Spieler in der heutigen Zeit, dass sie sich da auch wirklich zurücknehmen und sich auch schützen, zu Recht. Ja, und dann kommt das, was damals nicht gegeben hat. Also wenn ich ein Problem hatte oder ein Gespräch suchte, dann habe ich Augenthaler angerufen und gesagt, Auge, lass uns auf ein Weißbier treffen. Und dann, ja, und dann haben wir das besprochen. Alkoholfrei, ja? Alkoholfrei. Nee, nicht wirklich. Ja. Okay, Entschuldigung, bitte, bitte. Heute nur. Ja. Aber heute haben die Spieler Spielerberater, die eine Wagenburg um diese Spieler bilden, damit ja keiner direkt hinkommt. Und du hast gar keinen direkten Kontakt mehr. Mhm. Und ich kann aber viel verstehen, weil seit Telefone fotografieren können. Also wenn vor 30 Jahren einer versucht hätte, mit dem Telefon zu fotografieren, wären die mit den langen weißen Ärmeln gekommen. Ja. Und heute gehört das dazu. Du kannst ja keinen Schritt mehr machen. Twittern zwei Sekunden später weiß einer, dass der Spieler in der Kneipe X gesessen ist, und zwar in Feuerland, weil es dort ja auch interessiert. Aber ganz schlimm, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit lebe, in der ich jetzt lebe, aber nichts mehr damit zu tun habe. Das hätte ich nicht mitgemacht. Du weißt auch, du warst auch ein Opfer dieser sogenannten sozialen Medien, die im weitesten Bereich asoziale Medien für mich sind, weil es in der Anonymität stattfindet. Ja. Und weil Leute gemobbt werden. Deswegen war das früher war das einfacher. Ne? Der Kontakt war direkter. Du hattest auch, wenn ich wusste, der hat ein Problem zu Hause, dann habe ich den halt auch anders gesehen bei meiner Spielbewertung. Weil ich wusste, der steht gerade neben der Cup. Ja? Der wird heute wahrscheinlich keine drei Tore schießen. So. Damit konntest du umgehen. Aber dieser Durchfluss an Information und Vertrauen findet ja nicht mehr statt, weil alles öffentlich ist, und zwar brutal öffentlich. Ja, also ich finde, wir sind in weiten Teilen eine sehr gnadenlose, erbarmungslose Gesellschaft geworden, die Menschen auch überhaupt keine Fehler mehr verzeiht. Ist nichts mehr. Kannst du gerade wieder bei Jogi Löw sehen. In Herr Dietz. 80, als wir Europameister waren, drei Tage vor Endspiel, da stand einer bei mir im Zimmer. Dann haben wir ein Interview gemacht. Ein Reporter? Ein Reporter. Im Zimmer, dann haben wir ein Interview gemacht. Ne? Angeklopft und... Ja, und dann hast du mal irgendwo die Zeit, ne? Ja, komm mal rein. Ne? Oder hast du ja in der Rezeption vorne getroffen, ne? Mensch, hast du mal fünf Minuten, haben uns in die Ecke gesetzt, dann wurde geschrieben, ein bisschen wird erzählt, war die Sache erledigt. Ne? Also das heute geht auch nicht mehr. Eine Gefahr. Ja, mittlerweile wird alles optimiert. Wir haben 1000 Leute, die sich um die Presse kümmern, die sofort dazwischen kretschen würden. Ja, ja. Mit dieser vielen Verantwortung, die wir haben, die auch irgendwann mal, glaube ich, mittlerweile auch ein Niveau erreicht hat, das ein bisschen übermenschlich ist. Also wir möchten auch noch unser Privatleben bewahren. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch viele Privilegien, ne, die damit kommen. Privilegien, Verantwortung, das geht immer Hand in Hand. Da sind, ich weiß nicht, 30 Jungs, die uns sofort einen brandneuen Ball reinwerfen. Wir haben immer den Rasen genauso perfekt geschnitten. Jetzt ist es irgendwie so ein Kunstrasen-Mix. Wenn man nicht dran spielt, wird das trotzdem noch irgendwie so mit der Sonne bestrahlt, mit so UV-Licht. Und alles ist so echt perfekt. Solange wir unsere Leistung bringen. Also es wird alles optimiert, aber ich, wie gesagt, auch bei mittlerweile haben wir so ein Niveau erreicht, wo wir ein paar Grenzen, glaube ich, auch überschreiten. Also jeder ist ein Mensch, das sollte man respektieren. Das respektiert nach meinem Gefühl schon lange keiner mehr. Und ich habe das Gefühl, was ja in diesem Punkt ja auch ganz wichtig ist, finde ich, früher war es ja relativ einfach, mit den Spielern zu reden. Oder sehr einfach, auch zu deiner Zeit, auch noch zu meiner Zeit. Heute werden sie geschützt, natürlich von ihren Managern, vom Elternhaus, vom Verein selber und so weiter und so fort. Da ist ja die Gefahr, die Entwicklung der Persönlichkeit bei den Spielern bleibt ja dann ein Stück weit auf der Strecke. Mhm. Weil man muss ja hier und da mal auch einen Fehler machen oder auch mal ein Interview geben, was vielleicht nicht so gut ist, um sich weiter zu entwickeln. Das wird ja, ist ja heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr der Fall. Ja, ist richtig. Verantwortung wird ihnen abgenommen. Natürlich, klar. Das meine ich. Das ist ja die Entwicklung eines Menschen, die dann, wo die Persönlichkeit ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Ja, ich frage mich auch manchmal, ob es wirklich immer Schützen ist, worüber wir da reden, oder ob es einfach sehr stark einfach Interessen geleitet ist. Ja? Also da haben so viele Menschen geleitet. Du bist dann ein Rohdiamant und du weißt ganz genau, wenn der auf dem Weg jetzt nicht allzu viele Fehler links und rechts macht und davor bewahrt man ihn dann,
dann kannst du mit dem eine Menge Geld verdienen. Ich finde aber, zum Menschsein und Werden vor allen Dingen gehören natürlich Fehler. Krisen und Fehler unbedingt dazu. Weil das daraus Problem lernst ja du am allermeisten. Mittlerweile ist ja jeder Fehler, der egal wie klein ist, ob jetzt ein junger Spieler irgendwie einen Ball verliert, auf einmal kriegt man ein Tor. Dieser Fehler wird so krass also groß gemacht in den Medien, weil man will ja natürlich auch Zeitungen irgendwie verkaufen, dass dieser junge Spieler auf einmal unter extrem viel Druck Mario steht. Götze. Mario Götze, ja, als Beispiel bestes dafür. Beispiel. Ne? Ja. Auf einmal wechselt er nach Bayern und für uns war das so, er hat immer Leistung gebracht, es ist ein junger Mann, ob das ein Fehler ist oder nicht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Wir haben ihm alles Gute gewünscht. Aber auf einmal läuft er mit Personenschutz rum. Ja, das sind ganz, ganz, ganz sensible Themen für einen jungen Mann. Ich glaube, er war 19 oder 20. Das ist ein kleiner, junger Mann, ja, mit enorm viel Talent. Und ich glaube, es ist deshalb auch die Folge, dass die Leute sagen, wir müssen den schützen. Sag so wenig wie möglich, mach so wenig wie möglich, schieß einfach deine Tore, dann ist alles gut. Und das alles andere, das versuchen wir irgendwie total vor dir zu schützen. Ja. Weil die Medien, die sind einfach grenzenlos. Aber Neven, weißt du, manche suchen auch dieses Geschäft. Sie suchen die Werbung. Spielerfrauen, ein Beruf, den ich vor 20 Jahren noch nicht gekannt habe. Magdalena Brzeska war mal Spielerfrau. Du warst mit einem Spieler verheiratet. Das war eine Frau eines Spielers. Aber mittlerweile lese ich ja diesen Begriff Spielerfrau. Er war ja bei meinen Weltmeisterschaften dabei und hat zugeschaut. Er saß bei mir auf der Tribüne und hat mir zugeschaut. Ja. Was wäre dann seine Bezeichnung? Ja, Peter war ein Sportgymnastin-Mann. Ah. Oder? Genau. Das werde ich ihm ausrichten. Es ist schon klar, was Waldemar damit meint. Ne? Deswegen ist der Begriff Spielerfrau, so wie er heute konnotiert ist, die machen Werbung auf dich überhaupt nicht zutreffend. Spielerfrauen machen Werbung für diese WM. Und da muss man dann, ich verstehe komplett, was du sagst und kann das alles nachvollziehen. Bin auch 90% bei dir. Aber man benutzt natürlich genau dieses Netzwerk Medien, um noch mehr Aufmerksamkeit, sprich Kohle zu machen. Ich finde, das ist das eine, was auch in unserer Gesellschaft noch mal, ich glaube, vielleicht ein bisschen justiert werden muss, ist Fußballer, vor allem jetzt in der Neuzeit, ich glaube auch vorher war es auch so, da ist man 18, 19, 20, 21, man ist ein super geiler Fußballer, man hat das total drauf. Aber auf einmal werden das Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Genau. Ja, und ich glaube, die Öffentlichkeit erwartet von ihm, er soll zur Kanzlerin was sagen, er soll zum Krieg was sagen und möglicherweise Nobelpreisträger Anwärter sein. Ich finde das fast falsch. Absolut. Das sind Fußballer, das muss man noch mal separieren von menschlichen Vorbildern. Mit fast Besitz der Öffentlichkeit, Vorbild und so weiter. Ja. Und da sind wir, führt uns direkt zu Stefan Effenberg. Stefan, ich habe das Gefühl, wenn wir gerade so gesprochen haben, das hat eigentlich damals mit dir angefangen, dieser öffentliche Pranger, diese Steinigung, die da teilweise fast stattgefunden hat. Ich meine, es gab damals keine Smartphones. Es gibt ja noch nicht mal Bilder von dieser Geschichte. Es wäre heute, der Stinkefinger wäre heute etwas, das würde niemals unbeobachtet bleiben. Das hätte man irgendwo gesehen. Hast du eine Idee, wer das damals weitergetragen hat? Wer hat das erzählt? Also ich weiß es bis heute nicht. Und ich muss auch dazu sagen, es ist 22 Jahre her, mich interessiert es auch nicht. Waldi möchte lösen, glaube ich. Ja. Aber du warst in diese Geschichte involviert? Ja, ich war in die Geschichte involviert, weil ich der ARD-Mann 1994 bei der Nationalmannschaft war. Mhm. Und natürlich war das plötzlich ein Thema. Stefan Effenberg, Stinkefinger, es gab kein Foto. Und morgens um 6:30 ruft mich Kalle Rummenigge an, der war damals Experte bei der ARD. Und sagt, bist du schon wach? Die Frage war berechtigt, morgens um 6:30. Du hattest aber schon 2 Stunden geschlafen. Ja, natürlich. Und er sagte, pass auf, ich sag dir das jetzt, Egidius Braun, der DFB-Präsident, hat mich angerufen. Ich war mal Kapitän der Nationalmannschaft und bin jetzt Medienmann. Hat mich nach seiner Meinung gefragt, er will Effenberg nach Hause schicken. Die schicken Effi nach Hause. Ich sofort hellwach und hatte um 9 Uhr, Ortszeit Chicago, einen Termin mit Berti Vogts. Das war ja noch das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea. Bilanz der Gruppenspiele.
Jetzt wusste ich, dass sie dich nach Hause schicken. Um 9 Uhr kam Wolfgang Niersbach, damals noch Pressechef, und Berti. Beide Flappe. Und ich sage, wie lösen wir das mit Effe? Was mit Effe? Ja, dass ihr den nach Hause schickt. Woher weißt du das? Ich habe das aus Präsidiumskreisen. Ich habe ihm später mal gesagt, aus den Bayern-Präsidiumskreisen. So. Kurzum, so, wie lösen wir das? Im Mannschaftshotel gab es das deutsche Programm ARD und ZDF. Und ihr konntet aber auch sehen, was im Studio aufgezeichnet wird, auf den Zimmern. Und jetzt sagten die, wir können das nicht, wenn es der Zufall will, Effe über dieses aufgezeichnete Interview zukommen lassen. Wir haben es ihm persönlich noch nicht gesagt. Das heißt, du wusstest schon Bescheid und Stefan Effenberg nicht? Unser Deal war, dass Berti sagte, wir werden Konsequenzen ziehen. Und der Deal war, dass ich das als Erster verkaufen konnte. Wenn ihr in den Bus steigt zum Training morgens um 10 und du nicht dabei bist, dann ist es klar, dass es Fakt ist. Und dann gab es Breaking News in der ARD. Nachdem es keine Fotos gab, habe ich den Stinkefinger nachgemacht. Jetzt erzählt er so lange und ausführlich. Ja, ihr habt mich aufgefordert. Es sind 22 Jahre oder es sind 20 Jahre her. Hat es diese Geschichte so nicht, ja? Das ist Geschichte. Nee, nein. Wir hören mal rein. Das ist ein historisches Dokument jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was du da gerade erzählt hast. Ich habe es nämlich auch nie gesehen. Ja. Und es ist ein Mann mit einem interessanten Schnäuzer auch im Gesicht, der gleich zu uns spricht. Bitte schön. Das ist die Neuigkeit. Gerhard Delling und Kalle Rummenigge, Stefan Effenberg, der große Blonde, mit dem Fußballschuh muss nach Hause reisen. Das ist jetzt definitiv und ganz klar. Ich habe eben vor 2 Minuten mit dem Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes, Wolfgang Niersbach, telefoniert im Hotel. Stefan Effenberg ist schon nicht mehr beim Training der deutschen Mannschaft mit dabei, ist eben am Kofferpacken. Der Bundestrainer hat heute Morgen gesagt, es muss ein Zeichen gesetzt werden. So wie sich Stefan Effenberg verhalten hat, kann dies nicht sein. Er hat, das wissen Sie nun alle, leider haben Sie das gestern am Fernsehen nicht gesehen, dem deutschen Zuschauerblock im Stadion dieses Zeichen gemacht und dies zweimal. Und das war der Grund für den Bundestrainer zu sagen, jetzt geht nichts mehr. Stefan Effenberg also muss nach Hause fliegen, seine Familie wird mitfliegen. Das soll heute noch geschehen. Es gibt ja ein paar Blanko-Tickets, die der Bundestrainer schon vor der Weltmeisterschaft bestellt hatte und gedroht hatte, wenn einer in der Mannschaft nicht spurt, die Ordnung stört, dann muss er nach Hause. Stefan Effenberg hat es als Erstes getroffen. Dies die Nachricht hier aus Chicago live. Wir wussten es diesmal wirklich als Erste. Also, liebe Zuschauer, diesmal waren Sie bei der AD wirklich in der ersten Reihe gesessen. Da war aber einer stolz, ne? Weil die hat die Sonnenbank gemietet. Ja, die Sonnenbank gemietet, ja. Chicago war super Wetter. Stefan Effenberg hat die Geschichte hier mal erzählt. Wir haben mal ausführlich darüber gesprochen, das damals erzählt. Es war wahnsinnig heiß. Es war eine besondere Situation. Man hatte dich provoziert. Nein, also dafür gibt es ja keine Entschuldigung. Nein, keine Entschuldigung. Aber trotzdem gibt es ein Statement von dir direkt danach. Und wenn man das hört, auch mit der Ernsthaftigkeit, mit der du das vorträgst, hatte ich damals das Gefühl, das hätte eigentlich reichen müssen. Das hätte die Öffentlichkeit eigentlich so befriedigt. Das war aber nicht so. Nein, ich meine, wenn einer nach Hause geschickt wird, dann ist es natürlich eine große Schlagzeile. Das hat er auch ordentlich verkauft, damit er in der Karriereleiter weiter nach oben kommt wahrscheinlich auch. Höher bin ich nie mehr gekommen. Nein, aber das ist passiert. Und mein Gott, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Ja, in der Tat. Lange vorbei. Ich behaupte trotzdem, heute wäre das wahrscheinlich, weil wir glücklicherweise auch etwas entspannter und vielleicht auch da etwas menschlicher reagieren, so nicht mehr ausgegangen. Und es war ein, nur insofern für dich, es schade, war Berti, als du das muss man auch nicht vergessen, es war ja Berti Vogt, der Trainer. Und da gab es damals den Spruch, ich habe den nicht erfunden, wenn Berti kommt, geht der Spaß. Ja, war so. Kann ich gar nicht beurteilen. Also, nur schade darum, finde ich, dass einer der besten deutschen Fußballer auf diese Art und Weise um einen sicheren Europameistertitel gebracht wurde. Zumal wir die geilste Truppe hatten. Das war genau. Stefan, das war ja eine irre Truppe. Die 90er Weltmeister waren noch da, eine Vielzahl. Dann war Matthias Sammer, du, Basler, ich glaube, Schwarte, der Kirsten Uwe, auch dabei. Das war eine richtig geile Truppe. Und durch all diese, ich sagte, Berti hat es nicht geschafft, sie zu einer Mannschaft zu machen. Das war der Grund. So. Und apropos
geile Truppe, wie du sagst. 1980 war das, glaube ich, auch so, ne? Ja, super. Also ich muss sagen, nach 78 Argentinien, wo es dann nicht so gut gelaufen ist, Zwischenrunde ausgeschieden. Da war so auch nicht so die Mannschaft. Grüppchenbildung, ja, ja, ne? Genau. Das hat uns Cordoba. Ja, und man darf eigentlich nicht vergessen, das können die Leute heute nicht begreifen. Wir sind, damals ist ja der Paul Breitner, glaube ich, nach Spanien. Franz ging nach Amerika, Kosmos. Und damals durften die ins Ausland gegangen sind, nicht mehr für Deutschland nicht mehr spielen. Genau. Das müsste sich heute mal gedanklich vorstellen. Ist ja, unglaublich. Beckenbauer, ne? Nicht mehr aufgestellt, weil er ins Ausland gegangen ist. Ja. Ja, auch Strafe muss sein, ne? Ja, genau. Ja, Strafe. Aber ja, ja. Sie hätten doch auch mal nach Amerika gehen können, ne? Ja, das war nach 80 Europameister geworden. Und ja, du kommst nach Hause. Da war ja nicht diese Feier, wie es heute war. Das Spiel war zu Ende. Und wir haben schön gefreut. Da habe ich gedacht, oh, gleich musst du da hoch. Dann darfst du den großen Pokal halten. Ein Spieler von MSV Duisburg. Da war ich so stolz drauf. Bin eigentlich viel zu schnell. Da habe ich den Pokal wieder abgegeben. Dann sitzen auch die Offiziellen dort oben. Da werden die Hände geschüttelt. Da war die Königin aus Belgien, Fabiola. Und da bin ich vorbeigelaufen. Die hat die Hand hingehalten. Ich habe nur den Pokal gesehen. Das habe ich dann im Fernsehen mal mitbekommen. Das war mir so peinlich geworden. Das hast du gar nicht registriert. Sie haben die belgische Königin ignoriert. Ja, ja. Ja, und ist so gelaufen. Ne? Ja. Ja, und dann ging es halt die Feier. Und der Uli Stielik und ich haben das Pech gehabt, dass wir ausgelost waren wegen Dopingkontrolle. Wir mussten dann noch ein bisschen da bleiben. Und du bist so ausgelaufen, da geht ja nichts mehr. Du läufst da barfuß durch die Gegend. Und dann sind die schon mit dem Bus los. Dann haben sie 2 Stunden, glaube ich, gebraucht. Und dann sind wir mit dem Taxi nach Hause. Und dann waren die alle schon happy. Dann hieß happy, es, happy heißt unter Alkohol. Ja, die waren schon alle ein bisschen natürlich gefeiert. Und dann hieß es nur zum Frühstück erscheinen. Und dann ab nach Frankfurt. Frankfurt, ein paar hundert Leute. Pokal hochgehalten. Ein paar hundert. Ja, ausgestiegen aus dem Flugzeug. Und dann ging es Business für Frankfurt, der geht nach München, der Flug geht nach Düsseldorf. Dann saß man auseinander, Wiedersehen, tschüss, Feierabend. Ne? Und dann, als ich dann nach Hause kam mit meiner Familie, dann haben wir gedacht, jetzt möchte ich mal schön Urlaub machen. Sind wir nach Bensersiel an der Nordsee, schön ein Haus gemietet, kein Telefon, nichts. Und komme mit meinem Schwiegervater vom Strand und dann liegt ein Zettel unter der Tür. Ich möchte bitte 100 Meter weiter, also im Restaurant, um 16 Uhr dort sein. Es ist ein Telefongespräch aus Amerika. Ja, ich denke, da veräppelt dich einer, ne? Aber ich sage zum Schwiegervater, komm, geh mal hin. Und dann gehen wir schön Kaffee trinken, gucken uns das mal an. 16 Uhr Telefon, der Diensttelefon. Hennes Weisweiler, ne? Kosmos New York, ne? Pelé, Franz, ne? Und wollte mich dann nach Kosmos holen. Ne? Aber ich habe in Duisburg dann meinen Trainer auch die Garantie gegeben, dass ich in Duisburg bleibe, dass wir eine Mannschaft aufbauen wollen. Und ich komme zu einer kleinen Stadt und sehen Sie mal vorhin, eine Weltstadt, meine Frau, die Kinder, ob das gut gegangen wäre. So. Duisburg, New York gibt es jetzt nicht so den Direktflug. Nicht so. Aber, ja, aber nicht in der heutigen Zeit, jetzt täglich wahrscheinlich. Ja, aber überleg doch mal, was für eine Treue eigentlich, oder? Ich meine, die haben doch bestimmt auch mit einem großen Schein gebetet, oder nicht? Ja, ich guck mal. Das ist eigentlich schwer zu erklären. Also Fußball war für mich nicht Geld verdienen. Ne? Mhm. Fußball war diese Leidenschaft, auf dem Platz zu stehen mit meinen Mitspielern, etwas zu bewegen. Und nachher habe ich auch im Nachwuchsbereich als Trainer gearbeitet, zu sagen, ich habe da ein paar Jungs und die musste so weit herausfordern, dass sie was erreichen. Das war der Reiz eigentlich immer, diese Faszination, auf Fußballplatz zu stehen. Ich habe es ja selbst als Kind dann, ich musste mit Eltern, durfte ich dann mitfahren nach Dortmund. Ich komme ja aus Westfalen, bei Hamm, Westfalen, da ist ja 30 Kilometer Dortmund. Schalke ist ein bisschen weiter. Und dann haben die mich mal mitgenommen. Dann hast du in den Bäumen gesessen und wenn die gespielt haben, boah, voll so viele Menschen mal Fußball spielen, ne? Das mal, und dann kam halt die Zeit aus der Landesliga, das ist, glaube ich, 6. oder 7. Klasse heute. Ne? Dann habe ich also mit so einer Sturmspitze gespielt in Bockum-Höfel, Landesliga. Und dann habe ich im 5. Jahr in meiner Senioren, da war ich 22, habe ich in den ersten 10 Spielen 19 Tore geschossen. Da wurden die langsam aufmerksam. Oh, da ist ja einer. Und dann haben die mal angefragt, dann habe ich mal Probetraining. Und dann musste ich ja zum 1. FC Köln, das war eigentlich mein Verein, das wusste früher keiner, weil mein Vater aus Köln stammt, der hat sich das okay, so... Okay, gab es eine persönliche Verbindung. Und Köln rief dann an zum Probetraining. Ja, ich habe ja kein Auto, ich bin mit Fahrrad zur Arbeit gefahren, ne? Das hatten wir noch nicht. Ja, und dann musste ich ja zu meinem Chef, zu meiner Firma, wo ich gearbeitet habe. Ne? Und dann habe ich da angesprochen, ja, sagt der Junge, aber da müssen wir die Zeit rausholen. Und dann bin ich dann freitags, wenn ich dann... Um 6 Uhr anfangen bis um 2:30. 3 Uhr war ich zu Hause, habe ich gegessen, auf der Couch gelegt, geschlafen. Dann bin ich abends um 22 Uhr zur Firma gefahren mit dem Fahrrad, 3 Kilometer. Habe dann bis Samstag um 12 Uhr durchgearbeitet, damit ich mal 2 Tage rausholte. Und die Zeit hatte, ja, jetzt muss ich jemanden haben, der ein Auto hat. Dann musste ich so einen Rentner, der immer auf den Fußballplatz kam, bei uns zugeschaut hat. Der hat mich dann mit nach Köln genommen, hingefahren. Dann haben wir dann trainiert.
und eigentlich gut ausgemacht, damals Merkel war Trainer. Jetzt können Sie sich vorstellen, du stehst zu Hause, sitzt, ach, nichts passiert, nichts zu Hause passiert. Sitzt du am Fernsehen, dann siehst du Overath, ne, Simet, ne, Löhr, Manglitz, auf einmal stehst du in der Kabine. Ne. Vorher sitzt Overath, ach du Schande. Der Junge, kommst du her, was machst du, geh mal raus, zeig dir mal Fußball. Ne. Und dann haben die mich dann angesprochen, und dann riefen die aber später an, ich sollte zum Löhner SV ausgeliehen werden. Wurde. Und das war für mich, also, wieso Löden? Ja, und vier Tage später kam dann MSV Duisburg, gleich im Wissen wir, zum Chef, wir arbeiten, wir ein Auto besorgen. Ja. Ja, und die haben dann, aber in der Zeit habe ich dann von der deutschen Nationalmannschaft in Bockum-Höfel, Amateur-Nationalmannschaft damals noch, der Jupp Derwall war der Trainer, da war Uli Hoeneß, Ottmar Hitzfeld, die spielten da, und jetzt komme ich aus Bockum-Höfel angefahren. Ne? War für mich wie Weihnachten in Christen. Tasche, Tollenschuh, Nockenschuh, du bist eingekleidet, ne? Große Schlachthalle in Bockum-Höfel. Und dann sollte ich den Pass bekommen für die Olympiade 72, trainierte dann in Duisburg. Ja. Und dann bin ich mit meinem Vorsitzenden dahin gefahren und da sagte der Vorsitzende, ja, jetzt, wir wollen Sie gerne verpflichten. Und da habe ich gesagt, gibt es eine Möglichkeit als Vertragsamateur? Weil ich hätte dann eine Möglichkeit als Amateurspieler der Nationalmannschaft, Olympiade. Da sagte er, nee, wenn dann als Profi, weil wir haben ja schon einige junge Spieler. So. Ja, und dann stand sie da, da habe ich kurz überlegt, da habe ich gesagt, Olympiade sensationell, aber es sind 4 Wochen. Bist du Profi, kannst das ganze Leben. Ne? Ja, und es gibt diese... Ja, und immer MSV Duisburg, ne? Ja. Es gibt diese... Weiß der Sidi gar nicht so gerne erzählt, aber es gibt nur zum Abschluss, ich erzähle dir schnell diese schöne Geschichte. Ja. Sie waren irgendwann kurz davor zu wechseln und dann gibt es diese Geschichte, wo zwei Fans, Vater mit Sohn vor ihnen stehen oder die ganze Familie und die heulen Rotz und Wasser und sagen, du darfst das nicht, du darfst nicht vom MSV Duisburg weg. Und das war der Grund für sie zu bleiben. Ja, ja, es war so, dass 75 war es ganz schnell erzählt, dass jemand anrief, Berater kannte man irgendwann, jemand anrief, Mensch, Eintracht Frankfurt sucht einen Abwehrspieler. Ne? Und mein Vertrag lief in Duisburg aus und die Zeitung schrieb schon, wir den Verein verlassen und für 1 Million, das war ja viel, viel Geld früher. Ne? Und dann haben wir mal so einen Termin gemacht mit Dietrich Weiser, war damals Trainer in Düsseldorf, in so einem japanischen Hotel, haben uns da getroffen und miteinander gesprochen. Ist natürlich durchgesickert bei den Fans, wir haben Heimspiel. Ja. Ich war eigentlich immer der Letzte, auch ich brauchte immer viel Zeit zum, nach dem Spiel, Relegation, gehe ins Auto, will nach Hause fahren, klopft einer eine Scheibe, Vater, Sohn, ne, Mutter. Da habe ich gedacht, ja, wollen Autogramm haben oder so. Ja, ne? Dann weinten die. Ich dachte, Ennert, du kannst uns nicht verlassen, du gehst nicht weg von Duisburg. Ne? Und da ich ja 200 Kilometer von Duisburg entfernt wohne, also immer eine Stunde Autobahn brauchte, bin ich auf der Autobahn, gucke in meinen Rückspiegel ein, gucke mich selber an und sage, das kannst du nicht machen. Ne? Du kannst die Leute nicht im Stich lassen. Also, Bernhard Dietz, man kann empathisch sein, auch auf eine ganz andere Art und Weise, so wie Neven Subotic das gerade macht. Der kommt gerade aus Äthiopien zurück, ne? Neven, genau. Wann bist du zurückgekommen? Ich glaube, vor 3 Tagen gefühlt bin ich aber noch immer da. Das dauert immer so eine ganze Weile, weil man fliegt. Ich glaube, es sind 6 Stunden Flug ungefähr. So. Und auf einmal ist alles komplett anders. Ne? Pass auf, wir haben schon mal sehr ausführlich hier in der Sendung darüber gesprochen. Mhm. Und uns hat das damals so begeistert. Deswegen wollten wir dieses Projekt auch ein bisschen weiter verfolgen. Du engagierst dich sehr speziell in Äthiopien mit einer eigenen Stiftung, einem eigenen Projekt und bohrst dort im Grunde Brunnen, während andere Kollegen auf der Yacht vor Ibiza rumsitzen und sagen, lass uns jetzt mal schön machen, fährst du nach Äthiopien. Was sehen wir da gerade, Neven? Das ist an der Meswati-Schule. Da haben wir 2 Mädchen von der Schule begleitet zu der alten Wasserquelle. Und wie man sieht, ist das eine offene Wasserquelle, wo in der Nähe sich auch die Tiere drin erleichtern. Und das ist alles andere als menschenwürdig. Deshalb sorgen wir da eben dafür, dass sie sauberes Wasser bekommen, was in der Nähe ist. Der Durchschnitt liegt bei 6 Kilometer jeden Tag, den Frauen und Kinder hinterlegen müssen, um Wasser zu holen. Das Wasser ist in der Regel super dreckig, super verunreinigt und hat fatale Folgen, ganz besonders auf die kleinen Kinder, die eben kein starkes Immunsystem haben. Und deshalb ist Wasser eben das Wichtigste, auch für den kleinen Adenai, den man da sieht. Und es ist ein super wichtiges Projekt, deshalb haben wir auch ab August in Dortmund eben die Wasserrallye, um auch hier aufzuklären, wieso ist das so wichtig, was sind die Folgen, wie sieht so ein Projekt aus, wie tief wird gebohrt und wieso ist die Lösung denn eigentlich unter den Füßen? Und das Ganze möchten wir fokussieren, denn es ist lebenswichtig. Und, wie viele, da freuen wir uns sogar, jeder unterstützen. Wie viele Menschen versorgt ihr da mittlerweile?
Also wir sind ganz stolz, jetzt sagen zu können, dass wir in knapp über 3 Jahren jetzt über 20.000 Kinder und Familien jetzt schon dienen konnten. Und das ist halt über einen Zeitraum von Jahrzehnten, über den wir sprechen. Also jeden Tag den Kindern die Möglichkeit zu geben, nicht 6 Kilometer weit zu laufen, sondern die Möglichkeit geben, in der Nähe sauberes Wasser zu haben. Das saubere Wasser ist ja nur ein Mittel zum Zweck, dass man zur Schule gehen kann. Denn entweder muss man Wasser holen oder man darf zur Schule. Wenn das Wasser in der Nähe ist, hat man Gesundheit, man hat auch die Zeit und die Kraft, um zur Schule zu gehen. Und wie wichtig die Schule ist, darüber kann man noch eine neue Sendung machen. Das ist wahr, ja, das ist wahr. Macht auch andere Projekte, ne? Toiletten und so weiter, weil auch das enorm wichtig ist. Es gibt viele, wenn man sich mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ganz viele Zusammenhänge, die uns so gar nicht klar sind. Ne? Also Toiletten zum Beispiel, sanitäre Einrichtungen an Schulen. Ja? Wenn es die nicht gibt, dann kommen Mädchen schlicht und ergreifend irgendwann nicht mehr zur Schule, weil sie dann ihre Periode irgendwann kriegen und keine Möglichkeit mehr haben, in dieser Schule weiterzubleiben. Du legst da selber auch sehr viel von deinem eigenen Geld rein, vor allem auch von deiner eigenen Zeit. Wie geht das? Die Sommerpause ist ja sehr kurz, wenn du Profi bist im Fußball, ne? Die ist kurz, wenn man sie als kurz betrachtet. Ich betrachte sie als extrem lang und habe echt eine Menge Spaß an der Arbeit. Von daher ist jeder Tag für mich beginnt damit, dass ich weiß, heute habe ich diese Aufgaben und kann dazu beitragen, dass, wenn wir dann auch nächstes Mal vor Ort sind, wir noch mehr Projekte fördern können. Weil wir haben zwar über 20.000 Leuten dienen können in den 3 Jahren, aber auf den Wegen zu den Projekten, die super abgelegen liegen, fahren dann so viele Gemeinden und auch Schulen vorbei, die das nicht haben. Und es sind halt 2/3 der Schulen, die den Kindern nicht die Möglichkeit bieten, sauberes Wasser zu haben oder Sanitäranlagen, um die Intimsphäre zu schützen. Diese beiden Dinge, die sind auch eine Grundbedingung, um Schulen zu erweitern. Mhm. Also von 1 bis 4 eben zu erweitern auf 4, 5, 6, 7. Und das haben wir eben gesehen. Also nicht nur gesündere Schüler und Schülerinnen, sondern welche, die nicht fehlen müssen, krankheitsbedingt, sondern auch die Möglichkeit haben, länger zur Schule zu gehen. Also von 1 bis 8 dann abzuschließen durch die Projekte, sicher zu sein. Wir hatten auch bei der Zedia Primary School den Fall, dass in diesem Jahr noch jemand gestorben ist an einen Schlangenbiss. Das ist, wie gesagt, ich komme vor ein paar Tagen dahin. Ich bin noch immer irgendwie gefühlt in Äthiopien. Und es ist einfach, wir können nicht unsere Mitmenschen so leiden lassen, vor allem nicht die Kinder, denn sie sind die Zukunft. Und ich glaube, da ist eben tatsächlich jeder Tag bietet doch so viel Potenzial, um diese Projekte zu fördern. Vor allen Dingen, ist es eine, Es ist auch ein richtiger Ansatz, weil er dazu führt, dass Menschen im Zweifel dort vor Ort bei sich zu Hause eine Perspektive haben und nicht dann den weiten Weg und die Flucht nach Europa antreten müssen. Insofern sehr, sehr wichtig. Ich bedanke mich sehr herzlich für eine schöne Sendung. Nehme aber vorher noch, bevor wir uns verabschieden, Magdalena Bjeska, das Versprechen ab. Kannst du mit deiner kleinen Tochter bitte mal, wenn das bei Europa was wird, sehen wir uns hier in der Sendung, ja? Alles mal klar. Gemeinsam? Ja, gerne. Finde ich gut. Herrlich. Ja, sehr gut. Magdalena Bjeska, die heute unser Gast war, neben Subotic, herzlichen Dank. Bernhard Dietz, Stefan Effenberg, vielen Dank, Stefan. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Waldemar Hartmann, das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegin von Heute Plus, wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, danke.